Ich bin kein Freund von Selbstständigkeit. Das heißt, ich finde, Selbstständigkeit ist so ein komischer Zustand. Selbstständigkeit ist das Tablet des beruflichen Daseins irgendwie. Heißt, es ist weder ein Smartphone noch ein Rechner oder ein Laptop, sondern es ist dieses Hybridgerät, was zumindest in meinem Leben keine richtige Daseinsberechtigung gefunden hat. Man drängt sich in eine Abhängigkeit von sich selbst, die ich als sinnlos empfinde. Außer man ist vielleicht ein hochdotierter Berater, irgendwas in der Richtung, wo man entsprechende Umsätze fährt und sich wirklich, wirklich mega gut absichern kann finanziell, weil darum geht es eben auch. Mit Freelancer meine ich jetzt nicht die Leute, die seit 10, 20, die schon 10, 20 Jahre Berufserfahrung haben, in Konzernen gearbeitet haben, in Agenturen gearbeitet haben, sich eine große Reputation aufgebaut haben, whatever, und jetzt von einer Selbstständigkeit leben können, die auf einem riesigen Netzwerk, auf einer riesigen Reichweite und so weiter basiert. Da ist eine Selbstständigkeit wieder ein anderes Thema, wo ich auch noch mitgehen würde. Ich meine, die Selbstständigkeit anzufangen und dann selbstständiger zu sein, würde ich nur als hybriden Zustand, als Übergangszustand vor allem akzeptieren, der dann zu einem Unternehmen führen muss. Und mit Unternehmen meine ich wiederum nicht 70, 700, 7000 Leute, sondern Unternehmen, das es einfach ermöglicht, bestimmte Prozesse und Strukturen aufzubauen, die es mir selbst als Selbstständiger oder eben dann Unternehmer ermöglichen, die Sachen zu tun, die ich am besten kann und die Sachen, die ich am schlechtesten kann, von anderen erledigen zu lassen, die diese Sachen wiederum am besten können. Einfach eine sinnvolle Arbeitsverteilung zu schaffen. So, der Zeitpunkt ist doch eigentlich derjenige, vor allem derjenige, wenn ich entweder als Angestellter oder als Selbstständiger unzufrieden bin und mir denke, das könnte ich selber besser. Oder ich möchte mehr Freiheit in meinem Arbeitsleben haben, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte mehr Selbstbestimmung oder Bestimmung über mein Arbeitsumfeld haben. Also ich habe eine gewisse Unzufriedenheit, die ich aus dem Weg schaffen möchte. Das ist für mich ganz einfach der Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann bau dir dein eigenes System auf, bau dir deine eigene Organisation und gib Gas. Meine eigenen Erfahrungen in dem Thema sind folgende. Ich habe glücklicherweise oder unglücklicherweise, keine Ahnung, ich habe noch nie als Angestellter gearbeitet. Das heißt, ich habe schon während dem Studium war ich als Selbstständiger, als Texter, habe dann bisschen mehr Sachen übernommen, also neben der Texter-Geschichte ein bisschen Link-Building gemacht, ein bisschen Social Media Betreuung gemacht, Datenpflege bzw. CMS, Content Management, solche Themen gemacht und habe dann eigentlich relativ schnell für mich festgestellt, okay, ich kriege das nicht auf die Kette. Ich kriege das nicht auf die Kette im Sinne von ich allein zuständig für Buchhaltung, für Kundengewinnung, für den ganzen Service, für die Besprechungen, für die Abstimmungen und. Das sind ja tausend Sachen. Gleichzeitig wusste ich aber, ich will wachsen. Ich möchte nicht die ganze Zeit alleine als Selbstständiger in einem Büro sitzen. Ich möchte wachsen im Sinne von Arbeitsplätze schaffen und wachsen im Sinne von mehr Geld verdienen auch. Und da war das für mich ganz klar, okay, dann baue ich das jetzt auf. Und vielleicht habe ich damals die Gründung ein bisschen zu früh vorgenommen. Ich hätte auch ein Jahr warten können, bis die Umsätze da gewesen wären. Aber ich habe dann direkt eben Ende 2013 war das für mich, dieser Gründungsschritt war auch ganz wichtig, war ein wichtiges Symbol, einfach eine UG anzumelden, eine Gesellschaft anzumelden und auf Basis dieser Gesellschaft dann zu arbeiten. Also ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, eine Agentur zu gründen? Ich denke, sobald man
kreativer ist, Performance-Marketer, Social-Media-Experte, was auch immer, und als Selbstständiger vor allem arbeitet oder als Angestellter und unzufrieden ist mit dem Zustand, aber in diesem Bereich bleiben möchte und sich auch keine super Lösung vorstellen kann, indem man einfach das Unternehmen wechselt und zu einem neuen Arbeitgeber geht, dann würde ich eine Agentur gründen, dann würde ich eine Agentur starten. Ich würde, wenn man kapitalschwach anfängt, immer versuchen, ein Projekt vor Mitarbeiter, das heißt, erst Projekte an Land zu ziehen, dann die Mitarbeiter dafür onzuboarden und so weiter und so fort. Und so einfach innerhalb von ein paar Monaten sich ein kleines Team aufzubauen, eine Leadquelle aufzubauen, wo permanent auch Anfragen, wo permanent potenzielle Kunden reinkommen und dann einfach eine Agentur aufbauen.